Hallo, liebe Freunde der Menschlichkeit. Ich werde hier nun wieder regelmäßig mit kurzen Videos erscheinen, die dich zum Selbstdenken und zum eigenverantwortlichen Handeln anregen sollen. Mein heutiges Thema ist das Prinzip der Freiwilligkeit. Abraham Lincoln sagte einmal, niemand ist gut genug, einen anderen ohne dessen Zustimmung zu regieren. Und dennoch tat er es. Eine kleine Minderheit trifft Entscheidungen, die alle betreffen, ohne dabei wirtschaftliche Nachteile befürchten zu müssen. Die Hauptlast tragen diejenigen, die nicht mitentscheiden durften. Dieses Muster erstreckt sich auf sehr viele Lebensbereiche und die Bürger haben wenig Einfluss auf Entscheidungen, die ihr Leben beeinflussen. Dieses System zwingt die Bürger, Entscheidungen zu akzeptieren, die sie selbst niemals treffen würden, und behandelt sie wie Untertanen anstelle von gleichberechtigten Mitmenschen. Das traditionelle Staats- und Souveränitätskonzept, das aus einer Zeit der absoluten Herrschaft stammt, wurde durch einen kollektiven Souverän ersetzt, der die Macht an Gremien delegiert, die oft nur eigene Interessen verfolgen, anstelle die bestmögliche Entscheidung für jeden einzelnen Menschen zu treffen. Nachdem es immer mehr erkennbar ist, dass diese Gremien dazu tendieren, über verfassungsrechtliche Befugnisse hinaus zu agieren, bedarf es der Erkenntnis, dass jedes Individuum das Recht auf Selbstbestimmung nach der UN-Charta im Einklang mit den nachfolgenden zwei Prinzipien hat. Erstens, dass Menschen anderen kein Leid zufügen und in Ruhe gelassen werden sollten. Und zweitens, dass menschliche Interaktion immer auf freiwilliger Basis stattfinden sollte. Die heutigen sogenannten Staaten sind ungeeignet, diese Prinzipien garantieren zu können, da sie auf Zwang basieren, unabhängig von einer demokratischen Legitimation. Das Gegenteil bedeutet das Prinzip der Freiwilligkeit. Durch ein zivilisiertes, kundenfreundliches Vorgehen auf dem Markt des Zusammenlebens zu beachten. Jeder Mensch hat das Recht, sein Leben nach eigenem Ermessen zu führen, solange er anderen keinen Schaden zufügt. Dies kann als grundlegendes Prinzip für ein langfristiges, friedliches Zusammenleben der Menschen angesehen werden. Dieses Prinzip ist übrigens in allen Weltreligionen als goldene Regel bekannt. Sie besagt, dass wir anderen nicht antun sollten, was wir selbst nicht erleiden möchten. Diese goldene Regel kann auch als universeller Leitfaden betrachtet werden. Institutionen wie Politik, Religion und andere demokratische Mehrheiten sollten kein Recht haben, in das Leben der Menschen einzugreifen. Es sei denn, diese Einmischung basiert auf universellen Vernunftsgründen und wird freiwillig akzeptiert. Sollte es einen echten Markt für Staatsdienstleistungen geben, so entspräche es der Logik, dass dabei die Selbstbestimmung des Einzelnen gefördert und die Qualität der staatlichen Dienstleistung erhöht werden würde. Menschen aufzuzwingen, ihre Selbstbestimmung zugunsten eines Gemeinwohls oder einer politischen Ordnung aufzugeben, steht im Widerspruch zur Souveränität des einzelnen Menschen. Es steht auch im absoluten Widerspruch zum heiligen Auftrag des Selbstbestimmungsrechts der Völker nach UN-Charta. Da eine Rechtsordnung in sich möglichst widerspruchslos sein sollte, kann ein Gewinn an Selbstbestimmung ohne Gewalt und ohne Revolution erreicht werden, sofern das mehr und mehr erkennbare Scheitern der modernen Systeme anerkannt und die Macht der Herrschenden tatsächlich auf ein absolutes Minimum begrenzt wird. Deshalb sollten wir uns folgende Frage immer wieder selbst stellen. Ist es nicht an der Zeit, den Menschen das Recht einzuräumen, frei darüber zu entscheiden zu können, wie sie ihr Leben gestalten wollen? Gemeinsam stehen wir, getrennt fallen wir. Bis bald im Wald. Ciao.